Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das sind die berühmtesten Worte. Zumindest im Zusammenhang mit einer einzigartigen Erfindung, die heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Von Wissenschaftlern zunächst als sinnloses Spielzeug belächelt, wurde ihr Potenzial von einigen klugen Köpfen schnell erkannt. Diese Erfindung ist verantwortlich für den größten Patentstreit der Geschichte, weil einige Personen behaupteten, Erfinder einer Apparatur zu sein, die unser Leben radikal veränderte. Die Rede ist vom sogenannten Fernsprechapparat. Oder kürzer, dem Telefon. Hallo liebe Freunde der verschlüsselten Kommunikation, ich bin Marty und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach Geschichte. Jedes Land hat seinen Telefonerfinder. Die Franzosen haben Charles Bourseul, der 1854 ein Telefon beschrieb, aber nicht baute. Die Italiener haben den Theatermechaniker und Kerzenfabrikanten Antonio Meucci, der 1871 einen detaillierten Bauplan für ein Telefon entwickelte, es aber auch nicht realisieren konnte. Außerdem ist dann auch der Amerikaner Elisha Gray, der mit seinem Patent ein bisschen zu spät dran war. Dennoch ist die Erfindung des Telefons heute eng mit zwei anderen Namen verknüpft. Alexander Graham Bell, der den meisten von euch bekannt sein dürfte, und Johann Philipp Reis, den wahrscheinlich nur einige wenige von euch kennen. Zwei schlaue Köpfe, deren Biografien unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ist Sohn eines Professors für Redekunst und kommt mit 10 Jahren auf eine Privatschule in Edinburgh in Schottland. Später studiert er Latein und Griechisch. Mit 17 wird Alexander Graham Bell Lehrer für Sprechtechnik und Musik in Elgin, ebenfalls in Scotland. Der andere ist Sohn eines hessischen Bäckers und bereits mit 10 Jahren vollweise. Aufgrund einfacher Verhältnisse geht seine Ausbildung nicht über eine kaufmännische Lehre hinaus. Trotzdem gilt Johann Philipp Reis als wichtigster Wegbereiter des Telefons, was umso beeindruckender ist, da er seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse im Selbststudium erwarb. Reis war der erste Mensch, der gesprochene Worte durch einen elektrischen Draht schickte. Seine fruchtbare Zeit als Erfinder beginnt etwa um 1858 in einem Knabeninternat in Friedrichsdorf. Dort erhält der Tüftler überraschend eine Anstellung als Lehrer für Französisch, Physik, Mathematik und Chemie. Während seiner Freizeit experimentiert Reis in einer Scheune, die er zu einem Labor umgebaut hat. Er hat zwar brillante Ideen, doch sie finden zu seinen Lebzeiten nicht die erhoffte Resonanz. Erfindungen wie das Velociped, eine frühe Form des Fahrrads, oder seine Rollschlittschuhe, Vorläufer der heutigen Inlineskates, finden kein großes Publikum. Asphalt und Beton waren zu seiner Zeit noch nicht sehr verbreitet. Die Idee zu seiner wichtigsten Erfindung, dem Telefon, hatte Reis, als er für den Physikunterricht ein menschliches Ohr nachbaute. Die Ohrmuschel schnitzte er aus Holz und das Trommelfell bildete er mit einem Stück Schweinedarm nach. Da er in seinem Labor bereits viel mit Strom experimentiert hatte und mit der Telegrafietechnik nach Samuel Morse vertraut war, hatte er den Gedanken, Töne aller Art durch den galvanischen Strom in beliebiger Entfernung zu reproduzieren. Für diejenigen, die es nicht wissen, der im galvanischen Strom erzeugte Ton ist der Eigenresonanzton, den ein mit isoliertem Draht umwickelter Eisenstab von sich gibt, wenn der Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird. Die Sprachübertragung beruhte auf der Umwandlung von Schallwellen in elektrische Signale mit Hilfe von Membranen, deren Schwingungen einen Stromkreis unterbrechen. Diese Impulse wurden am Ende der Leitung wieder in Schallwellen übertragen, die ein zunächst hölzerner Resonanzkörper so verstärkte, dass man sie als Sprachsignale identifizieren konnte. Seine Erfindung mit der äußerst griffigen Bezeichnung über die Fortpflanzung musikalischer Töne auf beliebige Entfernungen durch Vermittlung des galvanischen Stromes stellte er am 26. Oktober 1861 vor dem Forum des Physikalischen Vereins in Frankfurt am Main vor. Seinen Apparat nennt er Telefon. Die Worte, die Reis während der Vorführung in die Apparatur hineinsprach, wurden klar vom Empfänger wiedergegeben. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Diesen merkwürdigen Satz wählte Reis, da man nicht von einem Wort auf das andere schließen und den Satz erraten konnte. Die Erfindung wurde rasch bekannt und Reis führte sein Telefon unter anderem dem Kaiser von Österreich und König Max von Bayern vor. Reis'sche Telefone wurden für wissenschaftliche Zwecke auf weiten Wegen bis nach Tiflis im Kaukasus versandt. Doch wie bereits bei seinen anderen Erfindungen war sein Telefon für die damalige Zeit zu früh gekommen und wurde in seiner Bedeutung verkannt. Man tat es als physikalisches Spielzeug ab. Am 14. Januar 1874 stirbt Philipp Reis völlig verbittert an Lungentuberkulose in Friedrichsdorf im Taunus. Er wurde 40 Jahre alt. Mehr Glück hatte Alexander Graham Bell. Am 14. Februar 1876 meldete er sein Telefon beim amerikanischen Patentamt an. Er und seine beiden Brüder experimentierten schon 1862 als Schüler im schottischen Edinburgh mit dem eigentümlichen Apparat aus Deutschland. Der Vater hatte nämlich demjenigen einen Preis versprochen, der das Telefon verbessern würde. Denn abgesehen von der miserablen Tonqualität des Reis'schen Apparates, erfolgte die Übertragung nur in eine Richtung. Damit war die ganze Konstruktion nicht wirklich alltagstauglich. Nach dem frühen Tod seiner beiden
beiden Brüder an Tuberkulose lässt Graham Bell von der Weiterentwicklung des Telefons erst einmal ab. 1870 siedelt die Familie nach Kanada um. Neben seinem Beruf als Taubstummenlehrer widmet er sich wieder seiner Erfinderleidenschaft, in deren Mittelpunkt die Weiterentwicklung der Telefonie stand. Da Bell nur an Feierabenden und Sonntagen Gelegenheit hatte, daran zu arbeiten, holte er den Ingenieur Thomas Watson mit ins Boot. Bell machte keinen Hehl daraus, die Arbeiten von Philipp Reis studiert zu haben. Doch Reis war nicht die einzige Quelle, derer Bell sich bediente. Der italo-amerikanische Antonio Meucci hatte schon 1871, also 5 Jahre vor Bell, einen Patentantrag für den detaillierten Bauplan eines Fernsprechapparats gestellt. Der Antrag erlosch nach 2 Jahren, weil Meucci die Bearbeitungsgebühren nicht zahlen konnte. Bell profitierte von diesem Umstand. Da er in den ehemaligen Werkstätten von Meucci arbeitete, fand er auch noch dessen Niederschriften und Gerätschaften und entwickelte damit sein eigenes Telefon. Als Meucci seine Pläne zurückforderte, behauptete Bell, sie seien verloren gegangen. Meucci zog zwar vor Gericht, hatte jedoch aufgrund fehlender finanzieller Mittel keine Chance, sich gegen Bell zu behaupten. Er starb als verarmter Mann. Nach seinem Tod stellten die US-Behörden das Betrugsverfahren gegen Bell ein. Und es wird noch spannender. Nur 2 Stunden nach Bells Patentanmeldung im Februar 1876 meldet sein schärfster Konkurrent, der amerikanische Physiker Elisha Gray, seinen Patentanspruch an. Dieser hatte sich mit der Western Union Telegraph Company zusammengeschlossen, der damals größten Telegrafengesellschaft der USA. Sein Patent war wesentlich klarer gefasst als das von Bell. Im Laufe der nächsten Jahre wurden etwa 600 Prozesse gegen das Bellsche Patent geführt, die bis vor das höchste Gericht gingen. Dank seines Schwiegervaters, der ihn als Patentanwalt vertrat, konnte Bell sich jedoch immer durchsetzen und konnte so die Früchte seiner Arbeit ernten. Bells Patent von 1876 sollte das ertragreichste Schutzrecht aller Zeiten werden. 1877 gründete er die Bell Telephone Company, die später in der bis heute größten Telekommunikationsgesellschaft der Welt, AT&T, aufging. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in den USA sage und schreibe 232.140 Telefonanschlüsse, die über 856.933 Kilometer Draht miteinander verbunden waren. Als Alexander Graham Bell am 1. August 1922 starb, ruhte in den USA für 1 Minute der gesamte Telefonverkehr. 1877 kam Bells Apparat auch nach Deutschland. Am 19. November ordnete der deutsche Generalpostmeister nach einigen Versuchen mit den Apparaten die Errichtung von Telegrafenbetriebsstellen mit Fernsprechbetrieb in etwa 20 Orten an. Somit konnte der Fernsprecher, wie das Telefon damals amtlich hieß, seinen Siegeszug auch in Deutschland antreten. Laut einer Erhebung der Internationalen Fernmeldeunion, kurz ITU, wurden Ende 2006 weltweit 4 Milliarden Telefonanschlüsse gezählt. Davon waren rund 2,7 Milliarden Mobilfunkanschlüsse. Heute gilt Bell vor allem in den USA als der Erfinder des Telefons. Aber Fakt ist, dass die grundlegenden Ideen für sein Telefon auf Arbeiten von Erfinderkollegen wie Antonio Meucci oder Johann Philipp Reis beruhen. Nach 140 Jahren hat Telekommunikation eine ganz neue Dimension erreicht. Unsere Mobiltelefone sind Allround-Geräte, die wir heute nicht nur zum Telefonieren verwenden. Wir kommunizieren heute bei Instagram über Bilder, wir zwitschern unsere Gedanken in 140 Zeichen oder weniger bei Twitter, mit Videos bei Vine und YouTube und mit Likes bei Facebook. Was glaubt ihr denn, wie das Kommunikationsgerät der Zukunft aussehen wird? Was werden uns Apple, Samsung und Co. in 20, 30 Jahren auf ihren Keynotes vorstellen? Schreibt uns eure Zukunftsvisionen in die Kommentare hinein. Mehr über die Erfindung der Tonaufzeichnung findet ihr übrigens hier in unserer 3-teiligen Serie dazu. Für einen Blick hinter die Kulissen folgt uns doch bei Instagram und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst uns doch ein Abo da. Ich gehe jetzt nach Hause telefonieren.